Hallo meine Lieben, da ist wieder die Pippi mit Schnupsi und heute möchte ich euch zeigen, wie ich meine Lieblingsform mache. Und zwar ist das ist keine Mandel, keine richtige Mandel, es ist kein Stiletto, es ist irgendwas dazwischen. Dazu habe ich wieder Schnupsi vorbereitet mit einem kurzen Nagel. Nehme mir eine Schablone, weil diese Art von Nägel kann man einfach besser mit Schablone machen, obwohl es gibt auch Tipps für alle möglichen Formen. Obwohl ich finde, mit der Schablone wird es ganz einfach schöner. Wie man Schablone ansetzt, habe ich euch eh schon gesagt. Aufpassen, dass die Passform stimmt, dass vorne nicht zu weit nach oben geht. Nachdem wir bei Schnupsi wieder das Problem haben, dass die Schablonen eh nicht halten, tue ich das mit der Pinchklemme fixieren. So. Nagel ist vorbereitet, dehydriert, gepreimert, angebuffert, was auch immer notwendig ist. Und auf geht's. Ich mache mir zuerst immer eine Clear-Schicht drunter und mache dann erst das Make-up-Gel. Diesmal verwende ich ein Clear-Gel, das auch von Astonishing, Bilder-Gel Clear, wo ich normal das Pinkfarbene habe. So. Schön auftragen. Schön nach vorne ziehen. Eher, es wird rund, aber nicht spitz. Aufpassen, dass auf den Ecken alles da ist. Gerade hier an den Ecken ist es wichtig. So, ich glaube, von der Länge reicht das. Zum Anhärten in die Lampe. Wichtig ist, wir härten jetzt nur an, weil wir müssen den Nagel ein bisschen pinchen. Ist bei Schnupsi nicht ganz so einfach. Mit richtigen Menschen geht das besser. Circa 10 bis 15 Sekunden in die Lampe, es kommt je nachdem auf das Gel an. So. Pinchklemme. Ich setze die Pinchklemme von oben nach unten an, weil mir sonst die Schablone im Weg ist. Die Pinchklemme. Gut, nehmen wir die von hinten, die ist ein bisschen fester noch. Und schön zusammen. Und wieder zurück in die Lampe und fertig aushärten. Geht noch. Ja, als nächstes verwende ich das Make-up-Gel, weil bei so Formen wie Stilettos, Age, Pipe, diesen komischen Mandeln eben und überhaupt alles, was relativ lang ist, gehört ein Make-up-Gel drunter, ja, oder Make-up-Acryl, je nachdem, mit welchen Materialien ihr arbeitet. Ich habe so eins aus dem Nagelshop, wie immer. Ich finde, die Farbe ist super, passt sich jeden Hautton eigentlich an. Es gibt auch noch hellere und so. Ich arbeite eigentlich nur mit dem und es passt eigentlich immer. Ja, die 2 Minuten in der Lampe, das ist immer schrecklich. Ich habe euch doch gesagt, schreibt mir ein paar Mails und stellt ein paar Fragen, damit ich diese 2 Minuten überbrücken kann. So. So, wir tackern die Schablone wieder ein bisschen fest. So. Make-up-Gel. Ich setze es vorne an, wo ich es gerne hätte, und ziehe es mir dann seitlich nach oben. Jeder macht das ein bisschen anders, ja. Ich mag es auch nicht so genau wie manch andere, weil ich mit der French sowieso oben drauf arbeite, ja. Nach hinten zu auslaufen lassen.
vorne schauen, dass ich so eine schöne Form halt kriege. Ich kann es auch ein bisschen eckiger machen, also ein bisschen spitzer machen oder ein bisschen runder machen. Obwohl, wie gesagt, ich arbeite das Building-Gel dann, das French-Gel dann eh auf dem Aufbau. Insofern muss ich dann nicht so aufpassen, dass das so eine schöne Nagelbettform ergibt. Wenn man die French allerdings andockt, so wie es manche machen, da muss ich sehr wohl eine schöne, gleichmäßige Nagelbettform machen. Also das Make-up-Gel schön spitz zulaufend machen und dann das French-Gel eben andocken. Ich arbeite nicht so, deswegen mache ich es jetzt auch so nicht. Ja, 2 Minuten sind lang. Wichtig ist, dass man halt, dass man die Nägel relativ gerade modelliert. Das heißt, wenn der Finger jetzt schief ist, muss ich trotzdem schauen, dass der Nagel halbwegs gerade modelliert wird, dass es optisch gerade wirkt, auch der Finger. Nägel mit Spezialform kosten natürlich auch ein bisschen mehr Geld. Stilettos, Edgepipes, Mandeln, wenn man wahrscheinlich länger sitzt. Ja? Also Stilettos und Edge sowieso. Bei diesen Mandeln, die ich mache, die ja keine richtigen Mandeln sind, sondern die halt meine Mandeln sind, da verlange ich kein, das ist nicht teurer wie normal. Weil es meistens auch nicht so lang sind. Bei Überlängen wird es dann schon ein bisschen kostspieliger. So, ich richte mal wieder das Clear her, weil jetzt brauche ich ja noch einen Aufbau. Zwei Minuten, wurscht. So. So, ist jetzt von der Seite. Ich habe noch keinen Aufbau. Und den mache ich mir jetzt. In der Form fange ich vorne an, dass ich eben die Stufe vom Make-up-Gel ein bisschen ausgleichen kann. Und dann modelliere ich mir das zurecht. Also ich ziehe mir das Gel dorthin, wo ich es gerne hätte. Wieder in die Lampe. Schau gerade, ob der Aufbau schon passt. Nein, ein bisschen muss ich noch, damit ich eine schöne, stabile Form zusammenkriege. Je länger der Nagel ist, desto stärker wird er natürlich am Stresspunkt. Der Stresspunkt ist hier. Seht ihr das? Da, wo der Nagel am höchsten ist. Ja? Weil da die größte Manipulation ist, wenn ich irgendwo dagegen donner oder was, ist der Stresspunkt da, wo der meiste Druck auf den Nagel kommt. Ja? Gel muss man immer eine Spur dicker arbeiten wie Acryl. Acryl kann ich dünner arbeiten, meines Wissens nach. Wie gesagt, ich bin keine Acryltante, ich bin eine Geltante. Schauen wir mal. Wenn ich so extra Längen modelliere, denke ich mir immer, dass das mit Acryl vielleicht einfacher geht, weil da brauche ich ja nur einmal drauf punchen und das wird dann von alleine hart. Ne? Weil bei Gel muss ich ein paar Mal in die Lampe, kann natürlich nicht so viel Material auftragen, dass es gleich beim ersten Mal reicht, weil sonst, wie gesagt, wird sich die Kundin dezent ins Hosel machen. So, ich glaube, jetzt sollte der Aufbau reichen. Gel weg.
Pinsel weg. Pinschklemme weg. Die zweite. Ja, wie gesagt, ich arbeite mit den Astonishing Gels. Clear oder Pink. Wenn kein Make-up-Gel kommt, nehme ich gern das Pink, weil das auch ein bisschen abdeckt. Wenn ich ein Make-up-Gel verwende, dann nehme ich nur das Clear. Weil ich ja eh das Nagelbett abgedeckt habe. Wichtig, immer die Kundin vorher Hände waschen schicken, Hände desinfizieren und Dehydrate und Primer oder nur Dehydrate, je nachdem. Ich verwende beides, habe ich mir so angewöhnt und habe auch keinerlei Haftungsprobleme. Die Kundin darf dazwischen natürlich auch nicht telefonieren oder sonst irgendwas. Wenn sie mit dem gefeilten, aufgerauten Finger an die Wange kommt beim Telefonieren, kann sein, dass sich das Material dann liftet. Ja? Weil Material haltet ja nur auf fettfreien, rauen Untergrund. Sie soll auch keine Hunde streicheln oder keine Wurstsemmerl essen oder sonst irgendwas. Ist angeblich eh unhygienisch im Nagelstudio zu essen und zu trinken. Meine Kunden bekommen trotzdem was zu trinken. Bin ja nicht so. Ich persönlich trinke auch während dem Arbeiten. Essen durch nicht, vielleicht naschen. Schokomibärli oder sowas. Ja. Was noch? Ja, ich arbeite auch abwechselnd. Zuerst eine Hand, dann die andere Hand. So. Schauen wir. So. Ist noch nicht der schönste Nagel, aber das wird schon. Wir feilen. Ich nehme meine 100-180er Feile. Fange an den Seitenlinien wieder an. Wie ihr seht, wird es kein Stiletto, weil er wird vorne rund. Aber vom Arbeitsschritt ist es so wie ein Stiletto, würde ich fast sagen. Ja. Ein bisschen schief ist er. Ich feile noch so spitz zu wie ein Stiletto. Es ist halt quasi ein rundes Stiletto. Ich liebe diese Nagelform. Meine Kunden auch. Ich habe einige Kunden, die sie so tragen und ich finde, sie schaut total elegant irgendwie aus. Ja? Und ist nicht so gefährlich wie Stilettos jetzt, weil die können schon ganz schön Aua machen, die Stilettos. Ich mache ihn noch ein bisschen kürzer. Positiv auch, diese Form kann ich locker füllen. Ja. Stiletto kann ich nicht wirklich so oft füllen, weil dann verliert er die Statik. Normalerweise tragen wir selbstverständlich Handschuhe beim Feilen. Aber ich war jetzt zu faul. So, den Buffer habe ich mir natürlich nicht hergerichtet. Ich tue danach immer alles buffern, weil dann ganz einfach alles besser drauf hält. So, meine Süßen. Hoppala, Entschuldigung. So, bin schon wieder da. Da war ein kurzes Telefonat. Verzeihung. So, wie gesagt, es sind die Seiten nicht ganz gerade. Sie sind ein bisschen bauchig. Und ja,
mit der Form ist es fertig und im nächsten Video mache ich dann noch eine schnelle Lackierung drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.